Als ihr mit Wurzeln quadratische Gleichungen gelöst habt, ist die Frage aufgekommen, wie bekommt man eigentlich jetzt eine Kommazahl für die Wurzel raus? Also angenommen, ich habe irgendeine quadratische Gleichung und meine Lösung ist x Wurzel 32. Wie bekomme ich jetzt also eine Kommazahl? Ja, wir haben das Intervallschachtelungsverfahren kennengelernt, also sich einfach ranzutasten von beiden Seiten und die Kommazahl so ein bisschen einzukreisen durch Probieren. Es geht aber noch ein bisschen zielgerichteter, würde ich mal sagen. Also mal angenommen, wir wollen die Wurzel von 32 herausfinden. Dann könnte ich ja einfach mal raten. Also, ich rate eine Kommazahl. Ich sage mal 5,1. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, weil 5 mal 5 ist ja 25 und 6 mal 6 ist 36. Okay, aber es ist ja erstmal ein Ausgangspunkt. Wenn dieser Ausgangspunkt so halbwegs was taugen soll, dann müsste ja diese Zahl, die ich geraten habe, mit sich selbst multipliziert, ungefähr 32 ergeben. Ja, das ist ja klar, weil sonst habe ich ja nicht gut geraten. Jetzt mache ich einfach mal eine Äquivalenzumformung. Ich teile mal durch ein x und dann bekomme ich raus, naja, 32 geteilt durch x. Das ist jetzt ja aber was anderes, ne? Also ich nenne jetzt mal wieder mit einem Index, um verschiedene Dinge zu benennen. Hier das eine x, 5,1 und das zweite x. Das wäre jetzt 32 durch das x, das ich eben hatte, ne? x1. Mal gucken. Jetzt habe ich zwei verschiedene Werte. Ich gucke mir die mal an. x1 ist klar, ist 5,1. Und was ist das andere? Ich gebe das mal hier nebendran in meinen Rechner ein. Der funktioniert mit Python. Also x gleich 5,1. Okay, und jetzt rechne ich mal aus, 32 geteilt durch 5,1. Aha, das ist also 6,2745. Und so weiter. Kann man hier drüben sehen. Das ist auch eine Näherung. Also auch ein Wert, der so ungefähr Wurzel 32 sein könnte. Aber ich weiß ja jetzt gar nicht, welcher jetzt besser ist. Und anstatt mich darum zu kümmern und das richtig rauszufinden, nehme ich mal einfach den Mittelwert von den beiden Werten, die ich jetzt geraten habe. Also, als neuen Wert berechne ich jetzt mal 5,1 plus, naja, die 32 durch 5,1 und das Ganze geteilt durch 2. Das ist der Mittelwert. Mal gucken, was da rauskommt. Also, ich rechne mal aus. Ich muss das in Klammern setzen, wegen Punkt vor Strich. Also, mein x, das war ja die 5,1. Das steht da oben. Und jetzt rechne ich plus 32 geteilt durch x. Und das Ganze, die Summe, teile ich durch 2. Aha. Das ist also 5,1
6873 gerundet oder 5,6872 und so weiter. Das scheint irgendwie näher dran zu sein. Ja, also da bewegt sich das. Es ist auf jeden Fall, ist dieser Wert größer als die 5,1, mit der ich gestartet bin, aber auch kleiner als die 6,275, die ich eben rausbekommen habe. Tja, ich könnte das jetzt also einfach nochmal machen. Ja. Also, ich probiere das mal aus. X gleich 5,1. Davon war ich ausgegangen. Und jetzt sage ich mal, ich berechne ein neues x. Und das ist der Mittelwert von dem alten x und 32 geteilt durch dem alten x. Ja, und um den Mittelwert zu bilden, rechne ich die Summe durch 2. So, aber jetzt hat mir der Rechner gar nichts angezeigt. Jetzt muss ich das nochmal ausgeben. Ah ja, okay. Das ist der Wert, den ich eben schon mal hatte. Jetzt könnte ich das ja aber nochmal machen. Ich sage, ich habe ja jetzt praktisch ein neues x und mit diesem neuen x mache ich das Gleiche. Ich rechne wieder ein neues x aus. Indem ich den Mittelwert bilde von dem x, das ich eben hatte, und 32 geteilt durch diesem x, das ich eben hatte. Und dann lasse ich mir das auch noch ausgeben. Okay, das ist also jetzt 5,6569. Das bewegt sich also. Und ich kriege, also es nähert sich irgendwie, ja. Ihr merkt, die Kommazahl 5,6 ist jetzt schon mal stabil geworden, aber nach der zweiten Kommastelle, da passiert noch einiges. Ich müsste das also nochmal machen. Das ist jetzt ziemlich einfach. Ich mache das hier mal per Copy und Paste. Rechne das aus. Ah, und jetzt seht ihr, 5,656 hatten wir auch schon. Aber statt der 9 geht es jetzt hier mit 8542 weiter. Wir haben jetzt also schon drei Stellen hinterm Komma, die sich gar nicht mehr verändern. Ich mache das nochmal. Und jetzt seht ihr, die vierte Stelle ist auch gleich, die fünfte Stelle ist auch gleich, die sechste Stelle auch, die siebte auch und erst in der achten Stelle, da passiert jetzt was. Und ihr könnt euch vorstellen, das kann man jetzt so oft machen, wie man will. Und man wird sich immer näher an die Kommazahl ranarbeiten, die eine gute Näherung für die Wurzel 32 ist. Wir werden später sehen, dass man leider gar keine Chance hat, die perfekte Kommazahl rauszufinden. Aber das hier ist jetzt wahrscheinlich schon ganz gut. Wir können es ja mal ausprobieren. X mal x ausrechnen. Okay, das ist also 31,999 und dann seht ihr, da kommen schon ganz schön viele Neunen, bevor dann am Ende eine 3 kommt. Ja, also wir haben da schon eine ziemlich gute Näherung gefunden. Die Idee war also, genau, also ich suche ein x als Kommazahl, das die Wurzel aus 32 ist. Ich rate einfach mal einen Ausgangspunkt und dann nehme ich die Zahl, von der ich die Wurzel haben will, hier, und teile die mal durch die Zahl, die ich geraten habe, hier. Und das
ist jetzt ein, ja, ein neuer Wert. Und ich nehme jetzt einfach den Mittelwert von diesen beiden Schätzwerten, die ich hatte. Also mein neuer Wert ist mein alter x-Wert plus 32 durch den alten x-Wert geteilt durch 2. Ja, und das mache ich jetzt immer wieder, so lange, bis ich mit dem Wert zufrieden bin. Das kann man natürlich mit einem ganz normalen Taschenrechner machen. Das kann man auch mit einer Tabellenkalkulation machen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen einen komplizierteren Rechner genommen mit diesem Python, weil man jetzt Sachen, die man immer wieder wiederholen kann, die kann man sehr leicht programmieren. Ich zeige euch das mal. Also, ich sage dem Computer jetzt, mache das zum Beispiel 10 Mal. Also for i in range 10, das bedeutet, lasse dieses i von 0 bis 9 laufen, also mache, was jetzt kommt, 10 Mal. Also rechne ein neues x aus und das bekommst du als Mittelwert von dem alten x plus 32 durch das alte x. Das waren ja die beiden Schätzwerte, von denen wir nicht genau wussten, welches der bessere ist. Ja, und teil durch 2, damit es den Mittelwert gibt. Gib mir das Ergebnis aus. Und jetzt muss ich nur noch sagen, wo starte ich? Also mein Ausgangswert war ja x gleich 5,1. So, mal schauen, ob der Computer das jetzt macht. Ah ja. Hier seht ihr den ersten Wert, den wir hatten, 5,68725. Das ist dieser hier. Und dann kommt der zweite und der dritte. Und jetzt seht ihr, da passiert gar nichts mehr, ne? Also bei den Kommastellen, die der Computer hier ausgibt, die bleiben jetzt schon alle gleich. Also ist diese Kommazahl, die wir hier haben, wirklich eine ganz gute Näherung. Der Computer hat sich das x jetzt noch gemerkt. Ich kann jetzt also wieder x mal x rechnen oder x Quadrat. Und ihr seht, naja, hat sich eigentlich nicht gelohnt, dass wir das 10-mal gemacht haben. Aber wir haben jetzt schon eine ziemlich gute Näherung für die Kommazahl, die die Wurzel aus 32 ist. Ja, Spezialaufgabe. Ihr könnt gerne mal auf die Webseite gehen, auf der unsere Matheaufgaben stehen zu Wurzeln und irrationalen Zahlen. Dort gibt es eine Aufgabe, das sogenannte Heron-Verfahren zu programmieren mit Python. Auch eine Anleitung, wie man das da machen kann. Probiert das doch mal aus. Das wäre die Spezialaufgabe. Normale Aufgabe, rechnet mal eine andere Wurzel mit dieser Idee aus, einfach mit eurem Taschenrechner, mit einer Liste. Wurzel 71 oder Wurzel 95, was ihr möchtet.